ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Ja, und da ist es schon wieder soweit. Es ist 15 Uhr und damit wissen unsere treuen Stammzuschauer natürlich, es folgt die erste Schnäppchenjagd des Tages hier bei Pearl TV. Jeden Tag um 15 Uhr begrüßen wir Sie zu unserer Show 15-15. Die findet nicht nur um 15 Uhr statt. Die bietet Ihnen auch die Möglichkeit, jedes einzelne Produkt für gerade mal 15 Euro zu bestellen. Und das sogar bis zu 5-mal pro Besteller, es sei denn, wir sagen Ihnen etwas anderes. Das ist eine unglaubliche Schnäppchenjagd. Wir werden gelegentlich auch mal den Vergleich zu unseren Kollegen von Pearl.de ziehen, um da auch mal einen Preisvergleich zu machen. Aber peu à peu, wir sagen erstmal, es schlägt 15. Ja, als erstes geht es um Ihre Gesundheit, die Gesundheit Ihrer Lieben mit einem fantastischen Produkt, wo Sie normalerweise in der Apotheke deutlich mehr Geld dafür bezahlen würden. Das ist ein Blutdruckmessgerät. Doktor. Oh, Frau Patientin, ich glaube, wir müssen mal Ihren Blutdruck messen. Ja, bitte. Das geht kinderleicht. Einfach hier um den Arm. Ich habe heute so viel gearbeitet. Ja, das ist aber auch schlimm, wie viel du arbeiten musst hier. Ich war bei Sport. Dann stellen Sie das einfach an und schon misst dieses Blutdruckgerät Ihren Blutdruck, Ihre Herzfrequenz, gibt Ihnen sogar einen Alarm, wenn Sie also unregelmäßige Herzfrequenz haben. Das Coole hier ist, dass Sie hier ein Medizinprodukt der Klasse 2 haben. Es gibt ja schon mal diese Blutdruckmessgeräte, preiswert, die sind aber dann, also mein Bruder ist Arzt, der hat auch schon gesagt, das ist also so Pi mal Daumen ungefähr, während hier mit einem Medizinprodukt der Klasse 2 können Sie sich auf die Werte auch verlassen. Wir haben 180 Speicherplätze dafür. Für die 180 Messungen kann man hier speichern? 180, da wird dann mit Tag und Uhrzeit wird dann gemessen, wird dann eben festgehalten, wie dein Blutdruck so war über mehrere Tage. Und das ist was ganz Interessantes, ne? Wichtiges. Du weißt, ich messe meinen Blutdruck regelmäßig, einmal morgens, einmal abends mit einem vergleichbaren Gerät zu Hause. Aha. Und ich habe eine App, wo ich mir die entsprechenden Daten eintrage. Und so alle 3 Monate habe ich mein Grundcheck-up bei meinem Hausarzt, weil ich eben ein kleines Bluthochdruckproblem habe. Und dem zeige ich immer meine Werte und dementsprechend misst er nochmal selber nach. Aber er sagte, aufgrund dieser Werte stellen wir jetzt medikamentös die und die Geschichten ein. Ja. Und damit fahre ich eigentlich immer sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. So, und da mal ganz einfach mal einen zuverlässigen Wert zu haben, vor allen Dingen einen zuverlässigen Wert, ist mit Sicherheit für die Personen, die es betrifft, immer eine ganz gute Idee. Da ich immer unter Bluthochdruck leide, es ist so ein genetisches Problem in meiner Familie, habe ich eben ganz gerne mal so ein Gerät zur Hand, was mir ganz einfach mal die Möglichkeit gibt, eben kurz nachzuschauen. Und es ist keine große Wissenschaft. Sie sehen, wie leicht das hier bei Diana gemacht wird. Einfach die Manschette drum aufs Knöpfchen drücken und dann hast du die Werte. 110 bei 70. Ist das ist gut? Fantastisch. Das ist gut. Das misst eben auch die Werte richtig. Und nochmal, das Hauptargument hier, dass Sie hier ein Medizinprodukt der Klasse 2 haben mit Werten, die akkurat sind und auf die Sie sich dann auch verlassen können. Hier für 15 Euro ein unglaublich guter Deal hier. Gerade wenn Sie Ihren Blutdruck beobachten müssen, ist das sehr, sehr praktisch hier. Ist sehr leise dabei. Manche machen ja auch noch einen Mordslärm, aber Sie haben das eben gehört bei Diana. Ja, dieses Aufpumpen ist ganz genau. Also meins macht deutlich mehr Radau als der jetzt hier. Und ist um ein Vielfaches größer und schwerer, möchte ich werden. Ich habe es nie in der Hand gehabt, aber das sieht kompakter aus. Ja, ist sehr kompakt, finde ich. Und sehr einfach zu bedienen auch. Einfach Start, Stopp. Man kann durch die alten Werte durchscrollen. Man kann sogar 2 verschiedene Profile, vielleicht für sich und ihren Partner. Ja. Also ein tolles Produkt hier. Also gehört definitiv für mich persönlich in jede Hausapotheke hinein, in jeden Hausschrank hinein, genauso wie eine Kopfschmerztablette oder eine Schmerztablette. Auch für gerade mal 15 Euro ein Medizinprodukt der Klasse 2 ist Spitzenklasse. Die NC5992 und die 569. Und jetzt gehen wir mal in den Bereich Dekoration. Wunderschöne Gartendeko werden Sie jetzt zu sehen bekommen. Und genau deswegen schlägt es jetzt wieder 15. Es ist glücklicherweise wieder Zeit, an Gartendeko zu denken. Mein Gott, es wird aber wirklich Zeit. Ich freue mich schon drauf, wenn man abends mal wieder draußen sitzen kann. Ja, und dann so im T-Shirt. Im T-Shirt, vielleicht eine Bratwurst auf dem Grill, ein bisschen Karten spielen, einfach
den Sommer und den Frühling, wenn er warm genug ist, zu genießen. Und das, Sie merken, dass die Tage werden wieder länger, die Sommerzeit fängt bald an. Und damit haben wir dann hier eben mit dieser Gartenfackel, können wir dann eben ganz besonderen Akzent setzen hier mit dieser Lampe. Das ist übrigens ein Zweierset, was Sie hier bekommen. Und das ist eine LED-Solar-Gartenfackel. Wenn Sie sich das genau angucken hier, haben wir hier tatsächlich eben so ein flackerndes Licht in diesen Lampen drin. Das sieht also wirklich so aus, als wäre da eine Kerze drin, die eben hier diesen wunderschönen Schein macht. Ja, so Fackel ist ja der richtige Begriff dafür, ne? Auch wenn es absolut sicher ist, weil es hier eine komplette LED-Beleuchtung darstellt. Und wieder mal bin ich schwer begeistert, was heutzutage mit moderner LED-Beleuchtung so möglich ist. Jetzt wissen Sie natürlich, dass da keine echte Fackel drin ist oder ein echtes Feuer lodert. Das wissen andere aber nicht. Und ich finde gerade so ein Kerzenflackern, ein Flackern von einem Feuer, macht eine ganz, ganz außergewöhnliche Optik. Ich finde eine unglaublich gemütliche Optik. Und die wird natürlich jetzt hier durch diese Maserung, durch diese Musterung quasi in diesem Kopf noch mal verstärkt. Ich finde auch die Höhe super, knapp 80 cm, 78 cm, um genau zu sein. Wobei ich da ja auch noch variieren kann. Ich kann ja das Mittelstück auch rausnehmen und den Erdspieß direkt oben reinpacken. Mal für einen Balkon, einen Blumenkasten beispielsweise, oder? Ja, und Erdspieß ist auch noch dabei. Also, Sie brauchen sie wirklich nur reinzustecken, anzumachen. Dann geht die automatisch an, sobald es dämmert, und leuchtet dann im Prinzip die ganze Nacht durch und macht eben hier diese angenehme Illumination, dieses Gemütliche, wo man sich freut, wieder draußen zu sitzen, hier mit diesem echten Flammeneffekt. Und hier können Sie bis zu 5-mal bestellen. Das heißt, Sie können 10 dieser Gartenfackel kaufen hier zum absoluten Superpreis. Dieses Relief, was hier oben drin ist, hinter dieser Fackel, wirft dann auch immer so ganz interessante Schattenspiele auf den Boden. Finde ich auch sehr schön. Sowas mal als Begrenzung beispielsweise für eine Terrasse, einmal rechts, einmal links. Ja. Oder da Sie ja gerne mehrmals zugreifen können, auch gerne mal so einen Weg zum Beispiel zum Gartenhäuschen oder vielleicht sogar den Weg zum Eingang, zur Eingangstür von der Garage auskommend oder vom Gartentürchen im Vorgarten, dann mal damit ausstatten. Also das ist schon eine ganz, ganz spezielle Optik und normalerweise für diesen Preis im Zweierset auch noch so nicht wirklich zu bekommen. Übrigens bei unseren Kollegen von Pearl.de schon in der Premium-Serie zu finden für knapp 25 Euro. Mhm. Sie wissen, Premium-Serie bedeutet am häufigsten bestellt und am besten bewertet. 15 Euro aktuell hier bei uns für das Zweierset mit der NX6371 und der 569. Super natürlich dieser schöne Flammeneffekt. Ja, das könnte ich mir vorstellen, macht auch sicher mal im Vorgarten, wenn man sie dort platzieren möchte, eine sehr gute Figur. Oder auch gerne, so wie es meine Nachbarn machen, in den Blumenkübeln. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, hätte ich Blumenkübel bei mir zu Hause am Balkongeländer, würde ich auch mal ernsthaft über sowas nachdenken. Ich finde es auch gerade jetzt in der Übergangszeit, wo es abends dann noch ein bisschen früher dunkel wird, schön, wenn man rausschaut, dass man ganz einfach so eine etwas gemütliche Atmosphäre hat und so ein bisschen Tiefe. Wenn ich sonst bei mir so zu Hause auf dem Sofa sitze und hab die Tür zu, dann schaue ich in so ein schwarzes Loch oder wie in so einen Spiegel rein. Das sieht toll aus. Du brauchst dich auch um gar keinen Strom zu kümmern, weil das ja Solar funktioniert. Großartig. Also perfekte Beleuchtung. Einmal hingestellt und alles andere passiert von selber mit der NX6371 und der 569. Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Schutz ihrer Technik. Es schlägt wieder 15. Wir sind ein Techniksender und wir beschützen Ihre Technik hier mit einem Notebook-Kühler. Wir haben alle Laptops. Ihr habt auch Laptops alle, ne, Moni? Ja, auf jeden Fall. Benutze ich super gerne auch mal abends, wenn ich im Bett liege, vielleicht nochmal eine Serie schauen. Macht ihr, glaube ich, auch, oder? Ja, habe ich gestern Abend noch gemacht, ja. Habe ich sogar recht gerne. Ja, macht man gerne. Ne? Das Problem ist, wenn man so ein Notebook ins Bett mitnimmt und das auf die Decke legt, dann kriegt der von unten gar keine Luft mehr, läuft entsprechend heiß und das dezimiert die Lebensdauer Ihres Notebooks ganz dramatisch. Deswegen haben wir hier einen Notebook-Kühler. Den schließen Sie ganz einfach hier mit einem USB-Kabel an und dann, wenn der da drauf steht, schauen Sie mal, haben wir hier dann diese Ventilatoren, diese 5 Ventilatoren, die dann die Luft reinblasen. Das heißt, das Notebook wird weiterhin gekühlt, obwohl es vielleicht komplett eingedeckt ist hier von der Zudecke oder wenn man es mal auf dem Schoß hat, auf dem Sofa. Dazu noch mit diesem coolen LED-Lichteffekt, der dabei ist. Diese blauen LEDs finde ich besonders schick. Sehr, sehr cool. Und das schont eben ihre Notebooks und ihre Laptops hier ganz, ganz einfach, weil die jetzt eben weiter gekühlt werden. Es ist ja auch unangenehm, sage ich mal, wenn man so ein Notebook mal einfach so bei sich auf dem Schoß hat, abends auf dem Sofa, dann merkt man, dass die Beine warm werden. Ne?
Warm ist gut, die werden richtig heiß. Daran merkt man, dass so ein Rechner logischerweise arbeitet. Besonders wenn du noch im Internet surfst und so weiter, dann brauchen sie wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr Saft. Und das merkst du auf den Oberschenkeln, die werden richtig heiß. Ja, und das ist halt hier auf der Rückseite dieses Notebooks, sehen Sie, hier gibt es diese Schlitze. Und da holt er sich normalerweise die Luft her. Hier wird er eben ganz normal weiter gekühlt. Wir können den also auch mal auf den Tisch stellen. Hier sind noch Füße drunter, die man aufstellen kann. Dann wird er so leicht nach vorne geneigt. Also eine ganz tolle Sache. Du guckst auch gerne noch Filme auf dem Notebook. Ja, und zum Beispiel bei uns auch. Einer guckt Fernseher und einer guckt mit Headset einfach auch Film auf dem Laptop oder auf dem Couch. Und natürlich für mich, das ist auch zu heiß. Dann Decke ist zu heiß und dann für Laptop, das ist nicht gut. Also super Gerät für 15 Euro. Entschuldigung. 15 Euro nur. Damit verlängern Sie wirklich deutlich die Lebensdauer Ihrer Notebooks, Ihrer Laptops. Das geht für Größen bis zu 17 Zoll, also auch für die ganz großen Laptops kann man den benutzen. Und 15 Euro, das ist einfach eine kleine Anschaffung, die die Lebensdauer Ihres Laptops verlängert und Ihnen eben auch dieses Jahr diese heißen Beine erspart, wenn Sie das mal auf dem Sofa. Ich meine, Laptops nimmt man gerne mit. Die sind mobil und hiermit kann man die dann eben wirklich sicher und eben langfristig auch betreiben. Könnte ich mir im Sommer auch gut vorstellen, wenn Sie da auf der Terrasse sitzen und mal draußen auf dem Esstisch oder sowas mal ein bisschen was machen. Ja, dass man da also da auch die warme Luft so ein bisschen runterkühlt. Also gut gekühlte Technik lebt länger. 15 Euro das gute Stück mit der HZ2810 und der 569. Und jetzt gibt es mal richtig Party hier im Studio. Warum? Lassen Sie überraschen, es schlägt 15. Oh, das ist Party natürlich, aber nicht nur, weil wir jetzt ein Partyprodukt haben, sondern weil es auch ein Preisalarm ist. Ja, ja. Preisalarm bedeutet, hier haben wir jetzt ein kleines Kontingent für Sie zurückgelegt zu diesem Preis. Deswegen dürfen Sie es nur einmal pro Besteller bestellen, damit möglichst viele Leute sich das bestellen können. Die Preise gelten übrigens immer für 2 Stunden oder bis das Produkt ausverkauft ist. Sie sehen das schon, hier haben wir jetzt eine Disco-Leuchte. Die leuchtet jetzt in verschiedenen Farben. Hier kann man das mal sehen. Wenn es also weit weg steht von der Wand, dann wird es also richtig cool projiziert. Je weiter das weg steht von der Wand, desto größer ist die Projektion. Das ist eine Birne. Das ist einfach formuliert, oder? Ja? Das ist einfach die Birne, die tust du statt deiner normalen Birne rein. Und damit hast du dann eben diesen coolen Lichteffekt. Ja. Ist das nicht irre? Und das für 15 Euro. Passt in eine ganz normale E27-Fassung, also in diese große Fassung. Was diese Birne aber auch noch kann, und das ist das Faszinierende hier, die hat einen Akustiksensor drin. Das heißt, die bewegt sich dann im Rhythmus der Musik. Und das wollen wir eben mal ausprobieren. Das ist also wirklich fantastisch. Hier haben wir sie jetzt mal hier mit Musik gekoppelt und jetzt mache ich das mal an. Der reagiert auf deine Sprache jetzt gerade schon, ne? Der reagiert schon auf meine Sprache. Ich mache mal die Box hier an. Kleinen Moment. Das ist natürlich auch mal so in dem Kinderzimmerklasse. Ich weiß nicht, vor einigen Jahren meinem Sohn, als er noch deutlich jünger war als heute, mal so eine Birne mitgenommen habe, die man natürlich auch weiß umstellen konnte, aber er hat sie immer auf diese schöne Beleuchtung gehabt, weil natürlich eine richtige Stimmung erzeugt wird. Gerade bei kleinen Kindern, wenn die da machen und tun mit ihren Dingern da spielt und so weiter. Also das ist schon großartig jetzt hier, aber eben auch mal für eine Party, mal für einen Partykeller zum Beispiel. Einfach nur peppig gemacht. Und Sie sehen, das sind unterschiedliche Farben drin. Das ist also rot, orange, grün, blau. Also das ist mal so eine richtig schöne Partybeleuchtung. Da haben wir früher im Partykeller meiner Eltern so richtige Strahler einpacken müssen. Dann mit ganz normalen Birnen, die ständig kaputt gingen. Und die natürlich auch deutlich mehr an Strom gefressen haben. Mittlerweile macht man das alles heutzutage dann doch mit moderner LED-Technik. Die brauchen eigentlich kaum noch erwähnenswerten Strom und bieten ihnen trotzdem hier einen fantastischen Lichtkegel, einen fantastischen Leuchtkegel. Per se schon, aber eben auch mal auf die Musik abgestimmt, war eine richtig coole Angelegenheit. Ja, wir haben jetzt hier mal so eine weiße Wand reingemacht und das ist natürlich dann dieser Disco-Effekt, sage ich mal. Ne? Das ist der absolute Hammer hier. Wir haben ein bisschen Musik im Hintergrund laufen und da reagiert er jetzt drauf und macht eben dieses Blinken und diese Bewegung genau nach der Musik. Das ist also ein Riesenspaß. Damit kann man also im Kinderzimmer überall diesen Disco-Effekt machen. Und Sie sehen das, je weiter ich weggehe, desto größer wird die Projektion hier. So. Ich muss die ganze Zeit an einen Partykeller denken. Irgendwo. Ja, ich habe ja so einen Partykeller, ganz genau. Da haben wir auch so eine Birne tatsächlich drin. Ne? So, wir haben unseren Preisalarm hier, liebe Zuschauer. Und Sie wissen, beim Preisalarm machen Sie mal einen richtigen Schnapper, unabhängig von den Schnappern an anderer Stelle hier in dieser Sendung auch. Knapp 27 Euro.
bei unseren Kollegen von pearl.de schon sehr, sehr günstig. Wir haben den Preis mal eben fast halbiert und bieten Ihnen diese Disco-LED-Lampe mit dem Sternenflackern-Effekt sozusagen, der auch auf Musik reagieren kann, für gerade mal 15 Euro an. Ein Preisalarm bitte nur einmal pro Besteller für die E27-Fassung mit der NC Nordpol Caesar 9134 und die 569. Strom zu haben ist für viele eine Selbstverständlichkeit, vorausgesetzt, sie haben genügend Steckdosen zu Hause. Warum erwähne ich das? Wir schauen uns das an. Es schlägt wieder 15. Ja, jetzt haben wir noch mehr Technik mit einer Dreifachsteckdose, die aber noch so viel mehr kann. Ich gebe dir die mal, Diana. Dreifachsteckdosen kennen Sie, da machen Sie einfach mehrere Steckdosen aus einer Steckdose, die Sie haben. Diese Dreifachsteckdose hat aber auch noch zwei USB-Ports. Das heißt, ich kann hier also jetzt drei Geräte gleichzeitig laufen lassen und zwei USB-Geräte dran laden oder betreiben. Und das ist schon mal eine riesengroße Erleichterung. Ja. Wir haben bei uns in der Küche zu wenig Steckdosen, natürlich. Da ist die Kaffeemaschine, da ist der Toaster, da ist das Radio und der Wasserkocher. Wenn wir jetzt unsere Handys laden wollen, müssen wir eins davon rausnehmen. Wenn wir beide unsere Handys laden wollen, geht das nicht, weil wir nur ein Netzteil in der Küche haben. Oha, dann weiß ich, wer zuerst dran ist. Dann muss ich erst nach oben gehen und das zweite Netzteil holen. Ja, du weißt, wer zuerst laden darf. Hier kann ich das alles gleichzeitig machen und habe dazu noch dieses coole Licht. Und es hat diese Dreiecksform. Das finde ich so genial, dass man es also auf den Tisch stellen kann und gegen die Wand lehnen kann. Dann nimmt es eben besonders wenig Platz weg. Einfach fantastisch hier. Mit diesem angenehmen 10-Lumen-Licht hat man dann eben auch noch so eine Beleuchtung dafür. Richtig klasse. Du hast auch zu wenig Steckdosen bei dir im Schlafzimmer, ne? Im Schlafzimmer, im Büro zum Beispiel, auch, glaube ich, auch sehr, sehr praktisch kann sein. Und bei mir, ich weiß nicht wie bei euch, aber bei mir im Badezimmer, also nicht wo ist Wasser, aber ich brauche auch Steckdose für meine Waschmaschine, für meinen Föhn, für meine Sprecher, Lautsprecher, für Handy manchmal, ich lade dort, weil Musik muss dort auch sein. Und natürlich für Licht. Auch extra Licht habe ich. Also auf jeden Fall sehr, sehr gut, sehr kompakt, klein. Und diese USB-Stecker, das gefällt mir. Weil normalerweise ich verliere immer diese Netzteile. Ne? Ja. Und dann ja. suche ich die immer. Ja, sehr, sehr gut. Und man kann zwei Geräte gleichzeitig laden oder betreiben. Wir haben ja auch viel diese LED-Leuchtstreifen, ja, Ventilatoren. Ja. Es gibt ja immer mehr Geräte, die eben USB auch als Stromquelle benutzen. Hier ganz, ganz einfach alles in einem super schicken Design auch noch. Also kann ich bestens, wärmstens empfehlen. Ich finde die für die Küche großartig. Ich habe also jetzt in meiner Küche überhaupt keine Unterbauleuchten. Und dementsprechend muss ich also normalerweise, wenn ich in die Küche reinkomme, immer das große Licht anmachen. Aber wenn die jetzt gerade am Abend da sitzt und möchte einfach mal nochmal zum Kühlschrank gehen, dann muss es ja nicht unbedingt gleich eine Paradebeleuchtung sein. Da finde ich auch mal so eine Beleuchtung vollkommen ausreichend. Am PC sowieso, wenn nochmal eine kleine Hintergrundbeleuchtung an ist, ist das definitiv auch besser für die Augen. Und das Ganze bei den Kollegen von pearl.de schon im Preissit zu haben, bei uns aber nochmal günstiger. Für gerade mal 15 Euro und hier dürfen Sie gerne wieder bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen mit der ZX3040 und der 569. Und jetzt wenden wir uns mal den Reparaturfans von Ihnen zu. So einfach haben Sie wahrscheinlich noch nie eine Katsche aus dem Holz entfernt. Es schlägt wieder 15. Katsche aus Holz entfernen, Katsche aus Laminat entfernen. Woher kommt das Wort Katsche? Jeder weiß, was es ist. Steht das im Duden? Ich weiß es nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich halte das eher für Slang. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass so eine Delle oder so eine Schramme oder sowas im Laminat oder noch schlimmer in so einem Holzfußboden, für den du viel Geld bezahlt hast, oder auch mal in einem Möbelstück oder mal in so einer Türzarge oder sowas, echt ärgerlich ist. Ja, es ist uns allen schon passiert, wenn man irgendwas aus der Tür rausträgt, dass man da aus Versehen an einen Rahmen kommt, dann hat man da so eine Katsche drin. Ja, genau. Oder es fällt mal was runter, wenn eine Schere runterfällt, hast du sofort so eine Delle in deinem Laminat oder Holzfußboden. Und das sieht man immer. Wenn es einmal runtergefallen ist, wenn man in den Raum kommt, sieht man diese Katsche super immer. Und das ist sehr, sehr ärgerlich, wenn man das reparieren lassen will. Das kostet ein Schweinegeld. Man muss ja dann meistens den ganzen Fußboden rausnehmen. Man kann dann nicht nur so eine kleine Stelle ausbessern. Mhm. Hiermit kann man das selber machen. Und das heute eben für 15 Euro. Wir haben das oft mal in Werkzeugsendungen drin. Da ist es immer sehr, sehr beliebt. Das ist total einfach und alles, was Sie brauchen, ist in diesem Set drin, sogar Batterien für diesen kleinen
Heißmacher da. Das ist im Prinzip ist das Wachs, was man mit so einem kleinen Heizstift warm macht. Hier sehen wir mal dieses Wachs. Sie kriegen auch die ganzen Farben dazu, dass da also wirklich irgendwas davon passt. Wenn nicht, können Sie es sogar mischen. Das tut man dann in dieses Katsche rein, die wir da eben gesehen haben. Mhm. Und zwar lässt man das reintropfen von diesem Wachsstift, der da drin ist. Damit trägt man das dann auf, füllt das komplett aus mit der Farbe eben, die dem Holzfußboden, das ist so ein ganz edler Holzfußboden, den wir hier haben, die dieser Farbe eben am nächsten kommt, lässt das trocknen und dann poliert man, schleift man es ab, macht man so die Ecken und Kanten weg und dann poliert man es und man kann es danach wirklich nicht mehr sehen. Und das ersetzt ihn eben, den Handwerker, der da wahnsinnig viel Geld für nimmt, die Ersatzmaterialien, die viel Geld kosten, den ganzen Aufwand. Das können Sie selber machen. Das geht nicht nur am Fußboden, das geht an Möbelstücken, das geht an Türzargen. Und das hat mit Sicherheit jeder bei sich zu Hause. Ja, als ich meinen Hund, also als der noch ein kleiner Welpe war, dann hat er auch immer leider versucht, seine Zähne irgendwie an den Möbelstücken. Ah, ja. Weiß nicht, ob er da ein bisschen beißen wollte, aber da habe ich das auch mal benutzt, damit wir unsere Kaution damals wieder gekriegt haben. Und man hat das dann echt nicht mehr gesehen. Das war super. Ja. Wenn Zähne wachsen, fängt das an zu jucken. Kann ich mir vorstellen, dass ein junger Hund dann da vielleicht mal irgendwo reinbeißen möchte, irgendwas, was hart ist und nicht so ein Stofftier oder sowas alles. Aber es ist natürlich ätzend. Zum einen sehen Sie es natürlich und zum anderen, ich sag mal, gerade bei so einem Möbelstück, wenn Sie da so einen Restaurator ranlassen, also ich will gar nicht wissen, was so ein Spaß dann kostet. Ja. Und es ist dann nur wirklich sehr ärgerlich. Rebecca erzählte von ihrem schwarzen Esstisch aus Holz, wo natürlich dann bei so einem Alltagsgegenstand dann ganz gerne mal so eine Katsche entsteht oder mal eine Schramme entsteht. Das kann man natürlich machen lassen. Ja, man kann sich ja jeden Tag drüber ärgern. Auch das ist eine Option. Oder aber man macht auch zumindest mal das Grobe ganz einfach selber. Und wir werden Ihnen jetzt hier gleich mal den Vorher-Nachher-Effekt zeigen. Und ich glaube, das wird bei weitem nicht so schlimm sein, wenn wir hier fertig sind, als vorher. Alles das, was Sie hier sehen, ist dabei. Sie haben 11 verschiedene Wachselemente dabei in unterschiedlicher Farbgebung. Der Wachsschmelzer natürlich auch schön batteriebetrieben. Muss man also kein Kabel irgendwo einstecken, sondern ist da schön flexibel. Guck mal den Unterschied hier. Irre, guck dir das mal an. Das fällt doch so gar nicht mehr auf, oder? Das fällt wirklich nicht mehr auf. Also das ist kinderleicht, kann man selber machen. Ja, probieren Sie es ganz einfach mal aus, bevor Sie einen Fachmann ranlassen, der ein paar hundert Euro dafür verlangt. Bei uns kriegen Sie es für 15 Euro mit der NX 5094 und der 569. So ein paar frische Pommes oder mal ein paar leckere, frisch geschnittene Kohlrabi, da kriege ich wieder Appetit, wenn ich nur drüber nachdenke. Bei Ihnen wird es wahrscheinlich gleich nicht anders aussehen, deswegen schlägt es wieder 15. Wir sind in der Küche angekommen. Ja, Küche ist auch eine unserer Sparten. Wir gehen hier durch verschiedene Produktkategorien. Hier haben wir jetzt einen Pommes- und Gemüseschneider. Der ist einfach super. Weil Pommes, wenn Sie die irgendwo kaufen, im Schnellrestaurant oder so, sind die meistens aus so einer Kartoffelpampe gemacht. Hier können Sie selber ganz einfach aus Kartoffeln Ihre eigenen Pommes machen. Oder Süßkartoffeln. Ich liebe das, mein Lieblings. Voll im Trend übrigens, Süßkartoffelpommes. Ja, da zahlst du aber auch immer extra für. Ne? Ja. Die kosten ja manchmal doppelt so viel wie normale Pommes. Sehr lecker. Und Süßkartoffeln sind nicht so viel teurer als normale Kartoffeln. Das ist es ja, die kosten natürlich auch dementsprechend viel. Das hier, der hier ist richtig aus Metall, sehen Sie mal hier. Alles komplett hier aus Metall. Da legen Sie hier die Kartoffel rein oder die Süßkartoffel. Ach, dafür und dann ist das wird Ding die hier durchgepresst. Die kommt dann hier vorne raus, schon fertig geschnitten in diesen Streifen. Das Ganze wird hier mit einem Gummisaugnapf richtig festgemacht am Tisch, dass es also auch nicht verrutscht. Und damit haben Sie hier also wirklich mal für 15 Euro ein Gerät, wo ich also locker 30, 40 Euro normalerweise für bezahlen würde. Das ist Edelstahl, oder? Das ist komplett also aus Edelstahl. Sehr robusten Eindruck. Auch die Schneide jetzt hier, sehr cool gemacht. Vor allem finde ich das mal großartig, das Spülmaschinenfest. Kannst du in die Spülmaschine reinpacken? Ja. Hast du kein Spül hinten dran? Ja, vor allem, weißt du, es gibt die aus Plastik, da fühlt man sich nicht so ganz sicher. Man mag nicht so ganz fest drücken, dass irgendwas abbricht. Und hier kann man eben rohe Kartoffeln einfach mal durchpressen. Sie kriegen drei verschiedene Aufsätze, Metallaufsätze, die ganz einfach zu wechseln sind dann auch noch. Für verschiedene Dicken, für verschiedene Sachen, die Sie da durchmachen. Ich kann mir das auch schön für Möhren oder so vorstellen. So Möhrensticks kann man damit machen. Ach, lecker. Super, mit ein bisschen Schmand oder so. Ja. Oh, ja. Lecker. Ja?
ein bisschen Hollandaise-Soße drauf, ne? Das wäre, glaube ich, das Einzige, wo ich keine Hollandaise draufpacken würde. Ja, ja, oder so eine Kräutercreme fraiche oder sowas. Ist auch nicht, ist natürlich auch so eine kleine Bombe, ist klar, ja. Aber wenn wir hier mal schauen, so ein Teil kostet normalerweise im Einzelhandel definitiv dann doch gerne mal ein paar Euro mehr. Auch bei den Kollegen von Pöll.de kommen sie nicht so günstig dran wie bei uns. Die verkaufen sie ihnen gerade für knapp 33 Euro. Finde ich schon einen Spitzenpreis. Also normalerweise aus Edelstahl mit drei verschiedenen Aufsätzen und so weiter behaupte ich, bist du gerne mal bei 50, 60 Euro. Bei uns bekommen sie das hier in der 15-15 Show für gerade mal 15 Euro. Gerne bis zu fünfmal bestellbar mit der NX 3183 und der 569. Und jetzt sind wir wieder Feuer und Flamme für den nächsten Artikel. Es schlägt wieder 15. Feuer, ja, Flamme, nein. Ich mag deine Überleitung heute, Carsten. Sehr kreativ. Das ist ein Stabfeuerzeug. Stabfeuerzeuge kennen wir alle. Die haben, sind ungefähr, wenn man Glück hat, so lang. Okay. Und dann kann man da eben auf die Ferne ungefährlich Kerzen anmachen. Ja. Das hier ist ein elektronisches Stabfeuerzeug. Das heißt, wir haben keine Verbrauchsmaterialien. Wir brauchen kein Gas nachzufüllen, kein Benzin. Das klappt sowieso nie so richtig. Das hier ist elektronisch und das funktioniert folgendermaßen. Das hier vorne, ich hoffe, man sieht das an meinem Pullover hier ein bisschen, ist so ein kleiner Lichtbogen. Sehen Sie den? Ich mache mal aus. Jetzt an. Und dieser Lichtbogen reicht jetzt, um ja, Flammen zu erzeugen in einer Kerze zum Beispiel. Ja, ja. Jetzt hat dieses Stabfeuerzeug auch noch den Vorteil, dass ich das auf 80 cm ausziehen kann. Wow. Und hier vorne auch noch in alle Richtungen drehen kann. Stark. Wir haben jetzt hier mal bei uns so eine ganz miese Kerze aufgebaut, sage ich mal. Die Kerze kann nichts dafür, es ist das Gehäuse, oder? Es ist das Gehäuse. Versuchen Sie mal, also ich meine, klar kann man das hier vorne aufmachen, aber wir wollen Ihnen mal zeigen, wie man das jetzt von oben anmachen kann. Das geht nämlich normalerweise gar nicht. Ja. Da braucht man eben ein längeres Stabfeuerzeug und dann verbrennt man sich nicht die Finger dran. Ja, Moni, willst ja du das mal anmachen? Oh ja, gerne. So, da ist ein Sicherungsknopf dran, denk dran, da oben. Ich habe Angst. Da ist ein Sicherungsknopf dran, ganz genau. So, jetzt. So, jetzt. Achtung. Ja. Wow. Ja. Der Docht ist so gemein. Einfach geht das. Es funktioniert. Ja, also das ganz, ist ganz ja, ehrlich, ne? Da komme ich da mit keiner Hand der Welt rein hier. Da kommst du mit keiner Hand. Habe ich mir dreimal die Finger verbrannt, wenn ich das mit einem normalen Feuerzeug versuche. Also auch wenn du jetzt so, sagen wir mal, ein Windlicht hast, was nur so hoch ist oder sowas, da versucht man es dann mit einem normalen Feuerzeug. Ja, aber ja, man verbrennt sich im Prinzip immer die Hände und man hat halt Verbrauchsmaterialien dran. Das kannst du hier sogar biegen oben. Das heißt, du könntest jetzt oben auf dem Schrank zum Beispiel auch mal so eine Kerze anmachen, die du sonst runternehmen müsstest. Also ich liebe diese elektrischen Feuerzeuge, weil die wirklich eben keine richtige Flamme machen, sondern ganz, ganz einfach elektrisch funktionieren. Und wie gesagt, als Stabfeuerzeug natürlich super, super praktisch. Wird ganz einfach per USB geladen, dann haben sie fast 100 Zündungen damit, dann wird es wieder geladen. Cool. Super einfach, Kindersicherung ist dran und wie gesagt, bis zu 80 cm können sie es ausziehen hier. Haben Sie schon mal einen Kamin damit an oder schon mal einen Kamin angemacht mit so einem Verlängerungs mit so einem Stabfeuerzeug? Ja, also hängen Sie gerade mit dem Arm drin. Wie oft ich mir schon die Haare hier auf der Hand und ja, Arm das so angekokelt, ne? Habe. Ja, also ich glaube mit 80 Zentimeter muss schon ein großer Kamin sein, dass Sie da überhaupt mit dem Feuer in Berührung kommen. Sehr cool gemacht. Eine vernünftige Qualität, sieht richtig klasse aus. Und Sie haben das gesehen, auch vorne dieses Köpfchen kann man eben so biegen, wie man es haben möchte. Und ich behaupte mal Körpergröße, Armlänge noch dazu, plus 80 cm. Ja. Da könntest du auch wahrscheinlich beim Nachbarn oben auf dem Balkon über dir die Kerze noch ohne weiteres anzünden. Und das sogar bei Wind und Wetter. Knapp 18 Euro bei unseren Kollegen von Pöll.de, finde ich schon sehr günstig. 15 Euro bei uns mit der ZX8292 und der 569. Gerne bis zu fünfmal bestellbar. Und das war die 15-15-Show für heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao, ciao. Tschüss.